Zeiterfassung im Unternehmen ist immer ein Minenfeld. Entweder überbordende Bürokratie, lästiges Übel oder vielleicht doch auch ganz hilfreich. In diesem Video geht es um den unverkrampften Umgang mit dem Thema Zeiterfassung. Was muss man machen? Was sagt das Gesetz? Was sollte man machen? Und welche Vor- und Nachteile gibt es? Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. 2019 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die täglich geleistete Arbeitszeit einer jeden Arbeitnehmerin bzw. eines jeden Arbeitnehmers gemessen werden kann. Das Bundesarbeitsgericht hat daraufhin im September 2022 entschieden, dass auch in Deutschland die gesamte Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuzeichnen ist. Der Arbeitgeber ist nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes unter Vornahme einer EU-konformen Auslegung verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann. So steht es auch auf den Internetseiten des Arbeitsministeriums. Die Pflicht zur Einführung eines Systems zur Arbeitszeiterfassung beschränkt sich nicht nur darauf, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein solches System zur freigestellten Nutzung zur Verfügung stellt. Vielmehr ist auch der Arbeitgeber verpflichtet, von dem System tatsächlich Gebrauch zu machen. Jetzt mal ganz ohne Aufregung. Es reicht aus, wenn Sie Ihre Mitarbeiter anweisen, in einer Tabelle die Kommtzeit, die Gehzeit, die Pausenzeit und die tatsächliche Dauer der Arbeitszeit zu erfassen. Und Sie diese Tabelle, sofern sie jetzt nicht für die Lohnabrechnung maßgeblich ist, 2 Jahre lang aufheben. Ist die Grundlage diese Tabelle für die Lohnabrechnung, weil zum Beispiel stundenbezogene Löhne bezahlt werden müssen, muss die Tabelle 6 Jahre lang aufgehoben werden. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist in einem Kleinstbetrieb auch durchaus noch machbar, wenn es auch nervig ist. Aber mal ganz ehrlich, in der Mehrzahl der Unternehmen wurde die Kommt- und Gehzeit sowie die Pause sowieso schon irgendwie erfasst. Da gibt es zum Beispiel Terminals, wo man einstechen und ausstechen kann. Die Pausenzeit, die gesetzliche, ist eh vorgeschrieben. Also ganz viel ändert sich da eigentlich nicht. Das dürfte sich wirklich kaum was ändern. Lassen Sie sich also nicht einreden, Sie bräuchten jetzt Wunder, was für eine Mega-Software. Auf das Thema Zeiterfassungssoftware komme ich später im Video auch noch. Viel spannender ist aber doch die Frage, was passiert eigentlich denn in der Zeit zwischenkommt und geht. Also, auf welche Tätigkeiten entfällt denn die wertvolle Arbeitszeit? Deutschland ist ein Hochlohnland, wäre es doch eigentlich schon spannend zu wissen, wo eigentlich diese wertvolle Arbeitszeit irgendwo auch hinläuft. Also, auf welche Tätigkeiten entfällt das Ganze? Und in den Zeiten von Fachkräftemangel und hohen Gesamtkosten für die Arbeitgeber ist ja wirklich jede Minute extrem kostbar. Und jetzt beginnt das eingangs erwähnte Minenfeld. Der will ja sowieso nur alle überwachen und uns alle ausbeuten und überhaupt und sowieso. Insbesondere hört man das sehr oft, dieses Geschrei, wenn es um Tätigkeiten im Büro geht. Jetzt holen wir mal alle ganz tief Luft. In der Produktion war es schon immer üblich, dass die Zeit für bestimmte Aufträge oder Tätigkeiten erfasst wurde. Aus einem ganz einfachen Grund, weil man wissen muss, ob eine Maschine schon ausgelastet ist oder ob man noch Aufträge annehmen kann. Taktzeiten und Zykluszeiten aus dem Lean-Management sind hier ganz, ganz bekannte Schlag- und Stichworte. Also denken wir doch mal an den Akkordlohn, der in der Produktion gang und gäbe ist. Also aufgabenbezogene Zeiterfassung ist in der Produktion völlig normal. Und auch bei bestimmten Bürotätigkeiten ist eine Zeiterfassung völlig normal. Nämlich immer dann, wenn Sie die angefallenen Stunden gegenüber den Kunden abrechnen. Also bei Rechtsanwälten, Steuerberatern, Unternehmensberatern, Werbeagenturen, also immer in solchen Fällen, in denen es Projekte gibt, die zur Abrechnung kommen. Und Gleiches finden Sie auch bei Handwerkern, die auf Regie arbeiten. Auch da gibt es immer die Regiezettel, wo genau draufsteht, welcher Mitarbeiter hat wie lange an welchem Gewerk gearbeitet. Auch das ist eine aufgabenbezogene Zeiterfassung. Bei den internen Bürotätigkeiten, wie jetzt Rechnungen buchen, Angebote schreiben, E-Mails beantworten, Telefon betreuen etc. hingegen gibt es eigentlich bei fast allen Unternehmen, die ich kenne, keine aufgabenbezogene Zeiterfassung, sondern nur kommt, geht und Pause. Man hat also nicht die leiseste Ahnung, wie lange ein bestimmter Vorgang, wie zum Beispiel ein Angebot erstellen oder eine Eingangsrechnung zu prüfen und zu verbuchen, wirklich dauert. Was dann oft dazu führt, dass man sich eben auf der einen Seite entweder in der Kaffeeküche ein nettes Plauschchen über das letzte Wochenende gemütlich machen kann oder auf der anderen Seite es zur völligen Überlastung der Mitarbeiter kommt.
Und oft sind diese beiden Extremfälle aus Überlastung und Unterauslastung auch noch direkte Kollegen aus derselben Abteilung. Burnout und Bore-out sind gleichermaßen schlimme und ernstzunehmende Krankheiten, bei denen weder Stigma noch Verharmlosung irgendwie angebracht sind, sondern die Betroffenen brauchen wirklich professionelle Hilfe. Ich kann Ihnen ein paar Beispiele aus der Praxis, wo ich sowas selbst erlebt habe. Ein Glaserbetrieb hat im Jahr etwa 3000 Angebote erstellt. Der Inhaber meinte, ein Angebot dauert so um die 10 Minuten. Tatsächlich waren es aber gemessen 37 Minuten. Und nur etwa die Hälfte der Angebote, nämlich 54%, wurde zu einem Auftrag. Das bedeutet, nicht etwa 30.000 Minuten oder 500 Stunden wurden dafür von den Mitarbeitern gebraucht, um diese ganzen Angebote zu schreiben, sondern 1.850 Stunden. Also mehr als das Dreifache und mehr als eine Vollzeitarbeitskraft hat in diesem Betrieb wirklich Angebote erstellt. Und da nur 54% dieser Angebote zu einem Auftrag wurden, waren also 851 Stunden für die Katz gearbeitet. Das ist ziemlich genau eine Halbtagskraft, also vom Stundenumfang her. Und der arme Mitarbeiter, der diese Angebote erstellen sollte, war hoffnungslos überlastet. Ja klar, war ja auch völlig zu viel. An wichtige Themen, wie zum Beispiel die Angebote nachzufassen oder ähnliches, damit die Abschlussquote wirklich besser wird, war also überhaupt nicht zu denken. Ein Beispiel aus meinem eigenen Unternehmen. Hätten wir nicht die benötigte Zeit für die einzelnen Schritte beim Erstellen von YouTube-Videos, wie Sie jetzt gerade eins sehen, mal wirklich verbucht, wäre auch wir nie drauf gekommen, dass nicht das Video oder der Schnitt die meiste Zeit fressen, sondern das Nachbearbeiten der Untertitel. Zumindest wenn wir, wie wir, vernünftigen Wert auf gute Untertitel legt, dass da nicht nur Kauderwelsch drin steht. Ich hatte also in dem Punkt mein Aha-Erlebnis persönlich und das können Sie mir wirklich glauben. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass genau diese blöden Untertitel das Problem waren, was die Videos so lange dauert in der Bearbeitung. Anderes Beispiel aus einem Kundenunternehmen. Hätte man nicht die Arbeitszeit auf die groben Tätigkeitsfelder gebucht, hätte man auch nie gemerkt, dass die vorbereitende Buchhaltung einen Mitarbeiter mehr oder weniger vollständig auslastet. Der Chef dachte immer, ist doch alles geritzt, ja, die paar Lieferantenrechnungen, die können wohl kein großes Drama sein. Sie merken, in welche Richtung das läuft. Es geht nie darum, dass irgendjemand irgendwo zu langsam auf irgendeinen Knopf drückt, sondern es ist immer das Problem, dass der Prozess vorgibt, wie aufwendig irgendwas ist und das System, in dem der Mitarbeiter sich damit rumschlagen muss. Aber wenn Sie nicht auf Arbeitszeit und Tätigkeiten buchen, merken Sie nicht, wie schlecht oder unzulänglich das System oder der Prozess ist. Dann können Sie auch Ihre Mitarbeiter nicht schützen, also vor dem Arbeitsanfall wie auch vor sich selbst, die vielleicht zu viel des Guten wollen und sich selbst in den Burnout treiben. Das gibt es nämlich auch ganz oft, dass wirklich engagierte Mitarbeiter zu viel des Guten machen und dann eben, das machen wir doch gar fertig und wir müssen noch das Angebot raus, ja, aber sich damit wirklich auch selber erschwaben. Wie geht man jetzt konkret vor? Als erstes sollten Sie mit Ihren Mitarbeitern offen und ehrlich darüber sprechen, warum Sie eine aufgabenbezogene Zeiterfassung einführen wollen. Dass es Ihnen eben dabei nicht um die Überwachung der Mitarbeiter geht oder gar um eine individuelle Leistungskontrolle, sondern ausschließlich um den Schutz der Mitarbeiter vor Überlastung und vor allem der Optimierung der Prozesse, herauszufinden, an welcher Stelle denn eigentlich diese ganze Arbeitszeit überhaupt hinläuft, ja? Und ob dieser Prozessschritt nicht vielleicht anders gestaltet werden kann. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Dadurch, dass mangels Zeiterfassung eine völlig unterschiedliche Vorstellung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter für die Dauer einer bestimmten Tätigkeit herrschen, kommt es zur Über- oder Unterauslastung von Mitarbeitern und beides ist in höchstem Maße ungesund. Nächster Tipp, starten Sie bei sich selbst und nicht bei den Mitarbeitern. Nur wenn Sie mit eigenem guten Beispiel vorangehen, werden Ihnen Ihre Mitarbeiter auch entsprechend folgen. Machen Sie als Chef durchaus transparent, womit Sie Ihren Tag verbringen. Das schafft Vertrauen und Verständnis. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, die hauptsächlich am Computer arbeiten, ob sie eine manuelle Aufzeichnung mit Papier und Bleistift oder eine Softwarelösung bevorzugen. Wenn Sie gleich allen eine Softwarelösung verpassen, die Sie am besten noch selbst irgendwo ausgesucht haben, dann steigert das nur das Misstrauen in Richtung Überwachung und Spionagesoftware. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter erstmal mit Papier und Bleistift starten lassen wollen, ist das auch in Ordnung. Und ich kann Ihnen versichern, Sie werden recht schnell nach einer Software fragen, die einfach dieses händische Aufschreiben viel, viel leichter macht. Manuelle Erfassung macht wirklich keinen Spaß, sondern ist echt ätzend. Ja, das ist tatsächlich so. Aber gut, jeder hat das Recht, diese Erfahrung einfach auch mal selbst zu machen. Wenn Sie mit Papier und Bleistift starten, sollten Sie ein paar größere Kriterien aus dem üblichen Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter bilden,
auf die dann auch die Arbeitszeiten mit Start und Stopp eben entsprechend gebucht werden können und auch die Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge mit hinterlegt wird. Also da wird auch ein Beispiel dafür. Ein Mitarbeiter prüft Eingangsrechnungen von Lieferanten. Da macht es natürlich absolut keinen Sinn, jede Rechnung einzeln zu erfassen, sondern zum Beispiel von 8.25 Uhr bis 9.17 Uhr wurden 14 Rechnungen geprüft und bezahlt. Und selbst wenn Sie jetzt in diesem Zeitblock vom Telefon unterbrochen werden, dann sollten Sie jetzt nicht unbedingt einzeln aufführen, eine Unterbrechung, zwei Unterbrechungen, fünf Unterbrechungen, sondern machen Sie das wirklich blockweise. Sonst wird der Erfassungsaufwand tatsächlich viel, viel größer, als was er irgendwie sein muss. Und so bekommen Sie auch einen Überblick, wo die wertvolle Zeit wirklich hinläuft. Und das macht dann auch stark in Richtung Tätigkeitsstrukturanalyse aus dem Lean Management. Dass Sie mal diesen Fachbegriff gehört haben, Tätigkeitsstrukturanalyse, das ist eben genau dieses Anschauen, wo läuft denn eigentlich meine ganze Arbeitszeit wirklich hin. Im nächsten Video gehe ich tiefer auf hilfreiche Softwarelösungen zur Zeiterfassung mit Ihren Vor- und vor allem auch mit Ihren Nachteilen ein. Bleiben Sie also dran, wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.